Yo, ho, 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 yeah! Und willkommen zurück zu Marvel Strike Force! Ein frohes Fest euch allen! Oder wenn ihr es schon an Weihnachten schaut, dann frohe Weihnachten euch allen! Feiert mit eurer Familie und lasst euch natürlich auch reichlich beschenken und beschenkt auch die anderen. Nicht vergessen! Ja, zurück in Marvel Strike Force wollen wir jetzt erstmal gucken, was sie uns für heute zu bieten haben. Ein paar Deadpool Coins. Dann gibt es Dezember Login. Oh, hätte ich vielleicht auch mal früher in Anspruch nehmen können. Orbs. Und dann der Weg zu Iron Man. Okay. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Okay, Schildsanitäterin. Alles klar. Einfach mal draufklicken. Wer ist denn hier noch so? Hawkeye. Okay. Das ist Shield Sicherheit. Und das ist bestimmt die Black Widow. Nice one. Okay, dann sind wir nun endlich in dem Game. Gucken erstmal in die Box rein. Was wir so bekommen, ist der Dezember-Charakter. Okay, kommen zu Marvel Strike Force. Kraftkerne nehmen wir natürlich gerne an. Shop-Problem behoben. Und man kriegt dafür einfach Spider-Man Symbiont Sticker, sage ich schon. Token oder Splitter. Splitter passt, glaube ich. Und was haben wir hier noch? Du machst ein bisschen für Grenze. Okay. Da ist wohl ein Event, das wir jetzt verlängert haben. Und dann wollen wir erstmal gucken, was hier so breit ist. Oh, okay. Wir können irgendwelche Kisten öffnen. Macht natürlich am meisten Spaß. Wer liebt es denn nicht, Kisten zu öffnen? Das ist Handbogenschütze. Okay. Bitte Spider-Man, nee, nicht Spider-Man, Thanos, Phenom, irgendwie sowas, irgendwas Cooles. Und es ist Mr. Mbaku. Der ist von, Wakanda, oder? Also vom Namen her würde ich sagen, Elish, Anführer des Jabari-Stammes, beschützt seines Leben, greift seines Feindes Erbarmung und so. Okay, ich weiß jetzt nicht, wer das von denen ist, aber ist auf jeden Fall einer von Wakanda. Okay, bevor wir hier mit der Kampagne weitermachen oder gucken, was wir jetzt machen. Ich spiele hier über BlueStacks. Ihr müsst unbedingt das Game mal ausprobieren. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und wenn ihr in dem ganzen Marvel-Fieber seid, so wie ich, holt euch das Game, probiert es aus. Oben in der Beschreibung ist ein Link, mit dem ihr das Ganze auf eurem Computer installieren könnt. Einfach draufklicken, runterladen oder wenn ihr schon BlueStacks installiert habt, dann drückt ihr einfach auf 4 klicken und schon ganz easy wird das Ganze rein installiert und ihr habt das Game. Einfach ausprobieren und ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal kurz die Charaktere an, ob wir den Spidey zum Beispiel mal ein bisschen hochleveln, aufrüsten, was auch immer können. Training hört sich immer gut an. Okay, ich bin Level was weiß ich was. 7, 3, keine Ahnung. Bam. Okay. Okay, kann ich wohl nicht. Ich habe wohl nicht genug. Oder ich bin selber nicht vom Level hoch genug. Gucken wir mal, ob ich hier schon was finden kann. Verfügbar in Vorräte. Hier kannst du Vorräte anfordern. Alles klar. Wir finden unsere Waren mehrmals täglich auf. Also, ja, gut. Ähnlich wie bei den anderen Games. Wenn hier so ein grünes Symbol ist, dann heißt es, dass ein Charakter braucht. Hier sehen wir dann, wer. Ja, ist bei den ganzen Games sehr ähnlich überall. Es gibt verschiedene Shops. Also zum Beispiel gibt es da irgendwas für, was weiß ich, Gilden, für Mods, für bestimmte Kampagnen, wo man dann eine extra Energie für benötigt und extra, ja, Credits, Einheiten, Währungen, irgendwas. Und ja, Green Goblin, okay. Hela, das ist die Schwester von Thor und ein Söldnersoldat. Okay, ja, dann gehen wir mal zurück, gucken in die erstmal Liste, mal schauen, ob sich hier jemand gemeldet hat. Nee, ne? Boah, okay. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Charaktere. Okay, dann können wir aber eben schon mal ausrüsten, mal sehen, ob die was Unterschiedliches bringen. Manche werden ja kombiniert, Serum und okay, dann können wir wohl beides nehmen. Ich gehe erstmal komplett auf Spidey. Ich schätze mal, dass er auch vielleicht später noch recht gut ist. Vielleicht auch nicht.
Okay, hier rüber gehen wir auf Kampagnen. Oh, gibt's. Meine Güte, gibt's echt eine Menge. Ja, Heldenversammlung. Zweikämpfe kriegen wir das safe noch hin. Ja. Ihr könnt mich gerne adden. Remus GT heiße ich in-game. Ich suche Freunde. Gerne. Könnt mich auch gerne auf Discord adden, wenn ihr eine Gilde habt oder wir eine Gilde gründen wollen. Zusammen vielleicht. Aber ich bin nicht sehr aktiv. Aktuell gar nicht, was Handy-Games angeht. Auch Galaxy of Heroes nicht täglich. Definitiv nicht täglich. Daher würde ich mich wohl eher einer Gilde anschließen. Wenn ihr eine Gilde habt, dann her damit. Ich komme gerne rein, kann gerne Videos machen, aber ich bin nicht täglich online. Wenn ihr eine ambitionierte Gilde seid oder ambitionierte Spieler sucht, not me. Okay, wir machen Autoplay auf 1, aus dem Grund, weil es dann sehr schön cinematisch ist. Und ich das nicht einfach nur schnell hinter mich bringen möchte, sondern auch Spaß machen soll anzuschauen. Okay. Der heißt Luke Cage, ne? Genau. Ich gucke aktuell ja auch die Serie Shields, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Mann, ich verwechsel das immer. Und wie gesagt, ich werde nicht spoilern. Aber, ulala, was macht ihr mit dem? Die Serie ist echt stark. Die Serie ist echt stark und ich glaube, die ist ein bisschen underrated. Hat auf jeden Fall gute Kampfszenen. Und auf jeden Fall eine richtig starke Story. Die sollte man sich echt geben. Gibt es aktuell auch auf Disney Plus, logischerweise. Und ja, was kriegen wir? Wer könnte das gebrauchen? Die kann es gebrauchen. Das kann der gute Luke Cage gebrauchen. Ich denke mal, es ist möglich, dass man dann die Kämpfe sogar simmt. Also so nennt man das bei den anderen Games. Dass man mit die automatisch... Ah, okay, automatisch geht auch hier rüber, ohne irgendeine extra Einheit dafür aufzusetzen. Okay, ich glaube, bevor wir da nochmal reingehen, wir machen mal Folgendes. Wir gehen auf Kämpfen, gucken, ob das funktioniert. Ja, danke. Und bevor wir in den Kampf gehen, gehen wir auf unsere Charaktere. Na komm, kann man das nicht machen? Gedrückt halten. Nee, kann man wohl nicht. Also ich dachte, man könnte hier wenigstens direkt in die zu den Charakteren gehen und sie dann ausrüsten, aber anscheinend nicht. So. Ich weiß nicht, wann wir unseren nächsten Charakter bekommen werden. Die machen wir auf jeden Fall hoch. Luke Cage und Spider-Man kann man auf jeden Fall hochziehen. Bei der Sanitäterin, einer Heilerin braucht man sowieso immer. Packen wir das mal rein. Okay. Ja, wenn man sie nicht hochlevelt, dann wird man auf jeden Fall eine Menge Attribute verpassen. Ja, wir sehen hier, das geht. Für zwei Level ist das relativ. Macht das einen Unterschied? Es macht einen Unterschied. So, jetzt gehen wir erstmal in den nächsten Kampf oder gucken wir nochmal in die Mailbox rein. Melde dich weiterhin an, du hast was geschafft. Okay, ja. Genau, wir wollen Deadpool haben. Liste. Mal sehen, ob. Ach, da haben wir noch was. So. Und dann in die Erfolge gucken wir nochmal rein. Nehmen gerne auch wieder was. Nochmal kurz zu meinem Charakter hier, also zu meinem Profil. Ihr könnt mich gerne adden. Remus GT, Spieler-ID, wenn ihr die Spieler-ID braucht. Ja, die besten Liste schauen wir mal lieber nicht rein. Da gibt es, glaube ich, keine besonderen Erfolge bei mir. Tägliche Ziele, ja. Ein Ausrüstungsteil. Nehmen wir ein bisschen EP. Und dann geht's auch schon ins nächste Level. Das heißt, wir kriegen jetzt wieder Energie. Oh man, die kriege ich ja nie los. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Kampf und dann vielleicht noch ein paar automatische. Können dann vielleicht noch ein bisschen ausrüsten. Okay, Kingpin und Hydra. Kingpin, wer war das nochmal? Achso. Entführen. Ich glaube, die kommen, werden hier eingeführt. Helden und sperren sie in Orbs. Ja. Was machen sie nur damit? Alright, let's go! Nice, mein Bruder spielt gerade Battlefront 2 mit Republic Commando Mod.
Passt gerade absolut nicht zum Thema, aber sieht heftig aus. Ja. So, meine lieben Leute, es geht in den nächsten Fight gegen angeblich vier Gegner, ich sehe nur drei. Mal sehen, wer kommt gleich noch dazu? Gegen Starker. Erstmal pullen. Spidey haut ihn fast in einem One-Hit weg. Und dann macht es die Sanitäterin. Und jetzt kommt Crossbones, der Schurke, der uns jetzt versucht, in die Knie zu ziehen. Aber gegen Luke Cage kann er nichts anrichten. Und dann kriegt er eine Faust direkt ins Gesicht. Und Spidey haut da wieder was hinterher. Und wer wird den Abschluss machen? Es wird wieder die Schildsanitäterin sein, die das Ganze bis zum Ende führt. Ja. So hört sich das an, wenn man das moderieren möchte. Du machst mir Fortschritt, guck mal, du hast gerade einen von vielen Erfolgen für Strike abgeschlossen. Nice. Okay, wir kriegen hier auf jeden Fall gute Ausrüstung für unsere Charaktere. Gut. Mal schauen, was da jetzt kommt. Okay, vergiss nicht, deine Erfolge abschließen und deine Belohnung zu holen. Genau. Oh, okay. Sammle 10 Ausrüstungsteile, alles klar. Schließ die nächste Mission ab, um den nächsten. Och, come on, jetzt müssen wir den noch machen, oder was? Komm, machen wir ganz schnell. Die Orks werden ins Zentrum der Basis gebracht. Dort werden wir unsere Antworten finden. Okay. Ja, gut, wenn ich den Punisher haben kann, dann gerne. Immer gerne. Die Serie muss ich auch mal schauen. Meine Güte, meine Güte. Oh, boy. Ja. Meine aktuell Lieblingsserien sind also Sons of Anarchy auf Platz 1, würde ich fast sagen, und Mandalorian. Boah, sehr schwierig. Ich will. Mittlerweile wird es immer mehr Mandalorian, aber Sons of Anarchy ist. Ich würde sagen, auf jeden Fall Platz 1. Vielleicht teilt sich das dann einfach mit Mandalorian. Und dann halt. Muss ich tatsächlich sagen, Avatar, The Last Airbender ist eine meiner Lieblingsserien auch. Und es gibt so viele Serien, die ich gesehen habe und einfach liebe. Auch generell The Clone Wars ist stark. Und na, Winter Soldier. Oh. Genau, erstmal schön wieder Leute ranholen. Spotten. Und na, lieber auf den gehen, der weniger hat. Dann ist er weg. Ja, was würde ich noch alles als Lieblingsserie bezeichnen? Es gibt viele, meine Güte. Mir fällt gerade keine ein. Battlestar Galactica war auch mega. Oder, also gut, The Clone Wars habe ich gesagt, The Last Airbender. Genetisch. Das war schon der Fight. Überlege gerade. Fällt gerade echt nicht viel ein. Punisher! Nice! Ich könnte normalerweise eine Liste aus 10, 20 Serien machen. Also, Prison Break, die erste Staffel, war gut, besonders gut. Breaking Bad war genial. The Walking Dead war am Anfang richtig stark. Spartacus war stark. War echt stark. Lucifer ist mega. Lucifer, vor allem den Humor, den. Feiere ich so hart. Ich muss die letzte Staffel noch zu Ende schauen. Meine Güte. Bam! The Punisher. Trainiere Truppe bevor du ihn. Nice. Okay. Geben wir dem mal ein bisschen was. Okay. Alles klar. Dann braucht er da noch was. Aber wir haben das Oberteil. Also passt. Dann fügen wir dem mal ein paar Level hoch. Agents of Shield muss ich auf jeden Fall sagen, ist auf jeden Fall in meiner Top-Liste. Wen ich noch alles hinzufüge, welche Serien ich noch hinzufüge, weiß ich gerade nicht. Game of Thrones, natürlich. Die letzte Staffel war vielleicht nicht so nice, aber hey, auf jeden Fall war das eine starke Serie. 1,5. Machen wir gleich dreimal. Ich glaube, das kann man gebrauchen. Und so mehrere Serien, die man mal geschaut hat, aber halt. Nicht so oft vielleicht. Ja, gut, hier gibt es noch ein paar Splitter. Wie sagt man hier? Splitter? Splitter auch, gut. Kann ja sein, dass es hier irgendwie eine andere
Bezeichnung dafür gibt. So, jetzt ziehen wir ihn aufs nächste Level hoch. Upgraden ihn. Dann dürfte er, glaube ich, irgendwie auf... Gibt es das noch nicht? Grün, blau, irgendwas? Okay, ich würde sagen, bevor wir aber den guten irgendwann mal in den Kampf schicken, müssen wir uns jetzt mal verabschieden, sonst habt ihr gleich keine Lust mehr zuzuschauen. Ja, heute ist der 24. Ich hoffe, ihr habt, wie gesagt, viel Spaß mit eurer Familie und habt auch gutes Essen auf dem Tisch. Leider ist ja nicht so mit Feiern aktuell wegen, naja, diesem etwas, was da gerade vor sich geht. Aber was soll's, man muss einfach durchziehen und ja, jeder macht's durch, glaube ich. So, dafür muss er ein Level hoch. Boah, machen wir das noch und dann... So! Jetzt haben wir endlich auch den Punisher angeheuert und dann wird er für uns ein paar Auftragsmorde machen. Okay, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Vielleicht können wir noch ein paar tägliche Ziele abschließen. Sind gar nicht so viel. Och, komm. 10, wir machen einen noch auf... Ja, geil. Einen noch auf Automatik und dann... Lasst mich in Ruhe. ja. Automatischer Sieg, ja. Genau. Ach genau, die, wo man die Charaktersplitter bekommt, da kriegt man wahrscheinlich... Oh Mann, was ist los? Kann man wahrscheinlich nur begrenzt machen. Und dann am nächsten Tag wieder nehmen. Okay, wieder eine neue Stufe. Jetzt sind wir irgendwie 3 oder so Level hier hochgekommen. Ich glaube, das reicht. Jo, was ist los? Nee, wollen wir nicht. Mal sehen, was einer von euch noch braucht. Okay, kaufen wir mal. Dann kaufen wir auch und fertig. So, genug. Ich möchte nichts mehr machen, sonst haben wir gleich zu viel Energie. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Einfach mal so ein bisschen chillen und labern und Marvel-talken halt. Ja, wie gesagt, addet mich gerne, wenn ihr mein Profil-ID oder so braucht. Keine Ahnung, wie man Leute addet. Einfach hinzufügen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das schon freigeschaltet habe, dass ich Leute adden kann. Aber wo kann man Leute hinzufügen? Das ist mein Interesse. Storm, B-Boy Storm. Just kidding. Okay, ich habe es wahrscheinlich vielleicht noch nicht freigeschaltet, aber... Aber, vielleicht steht es ja hier irgendwo, so wie Freunde oder so. Herausforderung Meilensteine Arena, Events, erhaltene Helden, nächste Gratis-Op in 3 Stunden. Allianz Blitz, Allianz Krieg, Allianz Abzug, dunkle Dimension, okay. Gut, ja, dann muss ich wohl noch ein bisschen dafür fighten. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt echt gut genug vollgelabert habe. Okay, das gibt es wohl nicht. Und ja, also einfach hinzufügen, ladet euch das Game gerne runter, über meinen Link könnt ihr das spielen, also auf den Link oben in der Beschreibung über BlueStacks könnt ihr das ganz einfach runterladen, entweder Komplettinstallation oder wenn ihr BlueStacks habt, geht ihr einfach auf den Link und dann steht da hier klicken, wenn du BlueStacks bereits hast und dann wird das direkt rein installiert und ihr habt das Game und easy peasy lemon squeezy. Wir können uns jetzt verabschieden, kommentiert, abonniert, folgt mir gerne auf Twitter, auf YouTube, auf Instagram, auf was auch immer. Und vor allem kommt auf meinen Discord-Server. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kommentiert, abonniert und ciao.